Ja, nun Austragen bin ich schon fertig. Ja. Warte mal, wie spät ist denn das? 6:07 ist das jetzt. Ja. Und Dienstag könnte schon losgehen. Ja. So muss es nämlich sein. Und fit bin ich auch. Ja. Und das ist noch das Allerschärfste. Ja. Nachdem ich gestern den Glastisch kaputt gemacht habe, ja, aus Versehen. Das war viel Leibert. Das hat mich, also, ich muss jetzt ehrlich sagen, wenn mir sowas passiert, dann denke ich immer, oh, jetzt hast du aber irgendwas falsch gemacht. Nee, nee. Ja, wie soll ich denn das erklären? Das passiert eben, ja. Ja, und Gott sei Dank wirft mich das nicht mehr um. Ja. Das ist vorbei. Ja, ah, der zoomt hier ins Alleine. Ich weiß nicht warum. Aber okay, soll er mal ruhig machen. So, Herr Lindemann, freue mich nachher auf unser Gespräch. Ja, ich bin gespannt, ja, ob dabei was rauskommt. Das wär schon sehr schön. Ja, weil ich bin es langsam so leid, immer hin und her gejagt zu werden von einer Stelle zur anderen und bla bla bla. Ich möchte endlich mal ankommen. Ne? Das muss man einfach verstehen nach. Nach so vielen Jahren Arbeit, harte Arbeit an mir selber, ja, ist ja so, ja, so weit gegangen, ja, dass ich einen Einzelfallhelfer zulassen musste, ja, um überhaupt weiterzukommen. Ja, jetzt, Gott sei Dank, habe ich jetzt für alle, was wichtig ist, einen Zeugen. Ja. Das betrifft nämlich den Spezialisten, der mir unbedingt Tabletten einreden will, die ich unbedingt brauche, weil ich ja mit meiner Umwelt nicht klarkomme. Da frage ich mich natürlich, wie kommt es, dass ich mit Herrn Borg klarkomme, mit Frau Stellbacher klarkomme und so mit so vielen anderen klarkomme? Ja? Also Frau Stellmacher und Frau Richter und Herr Borg, das sind welche vom Jobcenter, die am richtigen Ort sind. Ja, Gott sei Dank sind die da. Mann, man muss sich das mal vorstellen, was ich seit dem 6.5.1990 habe ich immer nur ein Ziel verfolgt, nämlich das, zurück zur BVE. Da war ich noch bei der S-Bahn zu dieser Zeit. Ja, die BVE hatte dazu mal die S-Bahn übernommen, weil die Reichsbahn das abgegeben hat. Das war am 9. 1. 1984, kann man nachkicken, ja. Das kam in der Berliner Abendschau. Da habe ich mich dann sofort beworben. Und was ist passiert? Ja, ich wäre fast genommen worden. Ich bin zurückgestellt worden, wie zu üblich ist bei mir. Ja. Ich bin ja auch in der Schule schon zurückgestellt worden. Und zwar aufgrund von Leberwerten, die im Grenzbereich lagen. Also man hätte mich durchaus nehmen können. Aber die lagen im Grenzbereich und schon hat die Betriebsärztin entschieden, naja, mit dem stimmt aber nicht. Also wurde ich zurückgestellt. Gut, also ich wieder zum, früher hieß das Arbeitsamt und es war am Händelplatz. Ich weiß nicht, ob das noch existiert, das ist in Steglitz, ja. Da bin ich ja groß geworden. Und die haben mir dann eine Kochlehre angeboten, 1984. Die habe ich dann auch angefangen, 3 Monate. Dann habe ich die abgebrochen. Dann bin ich, ja, warum habe ich die abgebrochen? Naja, ich bin krank geworden. Ja, ich hatte plötzlich mit dem Magen zu tun und bin dazu Dr. Kuno. Ja, ich weiß ja nicht, ob es den noch gibt, der war früher in der Kranachstraße in Steglitz. Ja, und bin da zu dem und habe mich untersuchen lassen. Der hat dann festgestellt, dass ich nicht ein Magengeschwür, aber so was, Gastritis, genau, eine chronische Gastritis hätte. Naja, auch wieder Verdacht auf Alkohol. Na, ich sage zu dem, dann testen Sie doch auch gleich mal die Leber und dies und jenes. Hat der dann gemacht, wa? Und da kriegt das Ergebnis und das war dann toll. Also ich mit diesem Ergebnis dann hin zur BVE, Potsdamer Straße. Warte, dazu mal, 188, glaube ich. Ja. Und direkt neben den vier, also das ist ja, jedenfalls bei der BVE. Ja. Ich beim Pförtner. Ich muss zur Ärztin. Da sagt er zu mir, haben Sie einen Termin? Ich sage, nein.
Da sagt er zu mir, da kommst du nicht rein. Ich sage, stopp mal. Wollen Sie jetzt hier entscheiden, dass durch Sie mein ganzes Leben den Bach untergeht? Da überlegt er kurz, wa? Und dann lässt er mich vor. Und zwar zu Frau Dr. Kirschner. Tolle Ärztin, ja, kann ich nicht anders sagen. Also mittlerweile bin ich von den Betriebsärzten echt überzeugt. Die wissen schon Bescheid. Ja. Die sind nicht blöd, wie ich immer dachte. Ja. Nein, sind die nicht. Ja. Im Gegenteil, die kennen sich mit fast allem aus. Das ist schon interessant. Die müssen vorher, bevor sie Betriebsarzt werden, auch gewisse Ausbildungen noch machen. Ja. Das ist also ganz toll. Also, na gut, aber da lange Rede, kurzer Sinn. Jedenfalls, ich komme bei der Rinder. Oh, die freut sich. Das fand ich nett. Ja. Und sagt, naja, gut, Herr Wienstein, dann gehen Sie mal vor zur Personalabteilung. Ja. Da bin ich zur Personalabteilung gegangen, musste da dann natürlich dann warten. Und dann habe ich den Arbeitsvertrag gekriegt. Ja. Am 16.10.1984 habe ich da angefangen. 6 Wochen Lehrgang als Aufsicht bei der S-Bahn. Ja, ich wollte ja Triebfahrzeugführer werden, war ich auch fast geworden, aber das kommt alles später. Das ist jetzt unwichtig, weil für Sie, ich habe noch ein bisschen Zeit, ich muss mich natürlich auch auf das Gespräch vorbereiten, ist ja ganz klar. Ja. Geht ja schließlich um meine Existenz. Ja. Ist ja, und da muss ich dann schon ein bisschen fit sein. Ne? Und das bin ich. Das ist so geil. Und das ist Montag. So, nun mal zu euch allen. Ja? Ich wünsche euch allen einen guten Morgen. Ja? Und einen guten Wochenstart. Und habt alle ja, Sonne im Herzen. Ja? So wie ich. Ja? Dann wäre das schon schön. Okay, ciao.